Ich denke, dass wir es hier einmal mehr mit ÖVP-Netzwerken zu tun haben, die über viele, viele Jahre gewachsen sind und dann irgendwann einmal auch zu wuchern begonnen haben. Und dass wir es hier mit dem Problem zu tun haben, dass ein System der Selbstkontrolle dann dazu neigt, zu einem System der Selbstbedienung zu werden. Und all diesen Dingen wird im Zusammenhang mit diesen Anklagen nachzugehen sein. Für mich wäre es jedenfalls jetzt auf jeden Fall klar, wenn ich Innenminister wäre, dass das ein klassischer Fall ist, wo jetzt die Ministerverantwortung schlagend wird. Ich rede hier von der persönlichen Verantwortung des Innenministers als oberster Chef. Der hat jetzt dann auch zu handeln. Und ich glaube nicht, dass man sich da an irgendwelchen untergeordneten Stellen oder Kommissionen abputzen kann. Aber wir werden sehen, wie die weitere Vorgangsweise eingeschlagen wird.